Das ist unsere Tochter Susanne. Das ist mein Mann Ralf. Und ich bin die Beate. Zusammen sind wir die Gogo Family Bösser. Also ein Gogomobil ist extrem zuverlässig. Man muss das einmal richtig reparieren und dann läuft es über Jahre zuverlässig ohne Probleme. Der gelbe Transporter hier in der Postausführung, das ist eigentlich mein Hauptfahrzeug. Meine Frau fährt dann den grauen Transporter mit der schönen Beschriftung. Die Tochter hat sich eine Limousine zugelegt. Und dann haben wir noch unsere Familienlimousine, die wir schon Ewigkeiten haben. Die blaue, die halt immer mit muss und immer dabei ist. Das Auto hat ein wunderschönes Design. Es ist in allen Ecken, kann man ja nicht sagen, weil es ist nämlich überall schön abgerundet. Es hat ein schnuckeliges Aussehen und es ist einfach ein vollwertiges Miniaturauto. Keine Notlösung wie viele anderen Rollermobile und Kleinwagen aus der Zeit. Und das ist für mich die Faszination des Gogomobils. Normales Fahren. Am Berg ist er etwas schwach. Es geht oftmals nur im ersten Gang. Es ist etwas langsamer, aber es macht einfach Freude. Man muss den Motor ständig arbeiten lassen. Mal schalten, mal Gas wegnehmen, mal Leerlauf schalten, Schock ziehen. Man muss den Motor immer gut beschäftigen und dann hält er auch. Ich war mit dem Gogomobil schon dreimal am Nordkap gewesen, ohne Probleme. Oder nach Spanien bin ich auch schon dreimal gefahren, auf Achse. Also in dem Gogomobil-Bus kann man auch wunderbar schlafen. Da macht man ein paar Handgriffe, klappt ein bisschen Sitz um und schiebt den Sitz raus. So, und jetzt kommen noch hier die Bretter, die hier an der Seite stehen. Und die werden hier drüber gelegt und dann hat man eine Liegefläche, eine große, wo man sehr schön drin schlafen kann. Wie gesagt, Susanne hat mit 18 gleich ihren Führerschein gemacht und einen Tag vorher hatte sie ihr Gogo gekauft und nach Hause geholt, sodass sie es an ihrem 18. Geburtstag zulassen konnte und gleich mittags damit losfahren konnte. Mein Auto ist Baujahr 56, das ist eines der alten Modelle. Das hat ein großes Lenkrad, was die neueren nicht haben. Die Türen gehen falsch rum auf, also sogenannte Selbstmördertüren. Ja, ansonsten habe ich noch den Ventilator drin, das ist ein altes, originales Zubehör. Ich habe noch das alte Radio drin, der doppelte Auspuff hinten. Außerdem sind die alten Stoßstangen drauf. Und somit ist es halt schon ein Sammlerstück und wertvoller als manche anderen. Bei uns dreht sich alles ums Gogo und das kann man nicht mehr, das geht nicht mehr weg, das Gogo. Einfach infiziert und weitergelebt. Ja. Ohne kann ich es mir auch gar nicht mehr vorstellen. Ich brauche das. Es gehört einfach zu meinem Leben, wie mein Mann, meine Tochter und mein Hund. Also ich würde sagen, die Reihenfolge ist Mann, Tochter, Gogo, Hund.